Tja Leute, ihr seht es da draußen, knallt die Sonne rein, aber ihr wisst es ja selber, wie es heute war. Also ich spreche jetzt in Vergangenheit, weil ein Video kommt ja erst abends raus. Bögelheiß, dass es schlimmer nimmer geht. Leute, so schaffe ich draußen nicht. Drum habe ich hier eine Schraube, ein 14er Dübel, ein 14er Bohrer. Und das werde ich draußen jetzt ein Loch bohren und die Schraube in die Wand machen. Warum, zeige ich euch jetzt. So, gehen wir raus. Tja Leute, in der prallen Sonne zu schaffen ist schier unmöglich. Ich habe hier jetzt eine Plane geholt. Sprich, da habe ich sie ja schon aufgehängt. Da drüben bohre ich jetzt noch ein Loch. Hau den Dübel und die Schraube da rein. Bind die Plane da drüben fest. Und das andere Ende irgendwo hier am Container oder sonst wo. Einfach, dass man ein bisschen im Schatten steht. Es ist definitiv gesünder im Schatten. So Freunde, die Plane ist gespannt. Also es ist definitiv darunter etwas angenehmer jetzt den Schutt wegzuhefen. Wie sagt man? Wegzuräumen. Genau! Und Dirk, du hättest ja das Telefon auch sparen können. Einfach 24 Stunden warten und dann siehst du mich doch. Jo, der Peter vom Pitlock ist gekommen. Ein paar Stunden hilft er mir. Und hey Leute, das ist besser als überhaupt keine Hilfe, sage ich jetzt einmal. Er hilft so wie er kann und ey, ich bin heilfroh drüber. Okay, wir räumen jetzt einfach mal weiter zusammen. Warte, ich helfe dir gleich. Lass mich die Cam noch weglegen. So Freunde, wir haben es 5 vor 4. Der Peter muss es wieder packen. Aber schaut mal, was dank Peter seiner Hilfe jetzt fertig geworden ist. Ja, bisschen Wasser mal schaffen. Also, einmal richtig was von dem Scheißdreck weg. Der Container füllt sich jetzt mal gerade richtig. Also, man sieht endlich mal den Boden hier und naja, den Rest werden wir auch noch wegkriegen. Also. Peter, ich danke dir recht sackisch, dass du da warst. Gar kein Problem. Du weißt ja, du hast die goldene Eintrittskarte. Dankeschön. Zur Einweihungsfete. Weißt du, zum Grillen können viel kommen, zum Schaffen. Ja, genau. Alles klar dann. Ich mach mal Tas. Jo. Ciao. In diesem Sinne, ciao. Leute, ich platz gleich. Aber vor Freude, nee, ich muss einfach was loswerden. Oh, Dreck im Auge, trotz Schutzbrille. Nein, die habe ich schon aufgehabt. Ich habe gerade ein richtig, richtig nettes Telefongespräch geführt. Mit einem Grillcoder-Hersteller. Ich hoffe, dass das klappt. Kommt natürlich jetzt auch auf meinen Schatz drauf an, weil es wird definitiv etwas teurer als die Grillhütte, wo sie sich ursprünglich rausgesucht hatte. Aber der Hersteller oder Vertrieb, der wollte nichts davon wissen. Nö, interessiert sie nicht, etc. pp. Und jetzt der nächste eben. Einfach nur genial. Hey Leute, ich habe ein super Telefongespräch geführt und jetzt gucken wir mal, ob das was wird. Und wenn es was wird, wenn alles unter Dach und Fach ist, dann werde ich natürlich auch gleich sagen, wer. Aber bis dahin seid's oder bleibt es noch spannend, ganz genau. Okay. Ich habe jetzt gerade wieder ein bisschen geflext und gehämmert und es ist wieder ein Stück Meermauer weg und Fundament. Und jetzt hoffe ich nochmal, dass der Junior mit dem Kumpel heute nochmal kommt. Versprochen haben sie es. Und dann schauen wir doch heute, ob wir nicht noch den restlichen Scheißdreck da rauskriegen. Und da fliegt gerade Regen schon durch die Gegend. Naja, was soll's. Wenigstens kommt jetzt mal ein bisschen Wind auf. Eine herrliche Abkühlung, Leute, ich sag's euch. Okay, aber ich muss jetzt wieder was schaffen.
David? Ja? Was machst du da oben? Den Scheiß wegräumen, dass der Philipp da auch noch von putzen kann. Ja, Philipp. Ich glaube, da musst du von hinten nach innen auch noch ein bisschen am Mörtelbett schnadonnern, dass das sauber hält, die Wand. Ja, und der Nachbar kommt nachher noch mit dem Frontlader rüber. Da müssen wir da drüben bloß schnell ein bisschen frei machen, weil der hat, glaube ich, einen größeren Bulldog. Ja, und bis der kommt, schaue ich jetzt, dass ich hier noch fertig einflex mit dem Helferlein. Den Scheißdreck von der Rückwand wegkriegt, dass wir die Wand noch wegkriegen auf die Schnelle. Und hier auch noch komplett kurz und klein hacken, dass wir einfach das nachher ruckzuck im Frontlader reinschaufeln können. Tja Leute, 10 vor 10. Ob der andere mit seinem Frontlader jetzt noch rüberkommt, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Auf alle Fälle, so sieht es im Moment noch aus. Naja, ihr werdet es dann im morgigen Video definitiv sehen. Oder falls er doch noch kommt, vielleicht mache ich dann noch mal eine Aufnahme. Ja, gut. Naja, viel dürfen wir nicht mehr reinpacken in den Container. Die Füllhöhe ist eigentlich erreicht, bis auf das Endstück. Na gut, aber da passt auch noch ein bisschen was rein. Gut. Dann sage ich definitiv mal bis morgen. Tja, das andere Video habe ich irgendwie nicht mehr geschafft gestern. Aber ist auch egal. Momentan ist nur die Grillkota wichtig, dass es da vorangeht. Dass endlich der Platz ist für die neue. Ich höre was. Leute. Da ist er. Also, er hängt jetzt noch schnell die Schaufel, die Gabeln weg. Gabel ab. Hängt die Schaufel hin und dann kommt er rüber. Legt mich am Ärmel. 20 nach 10, aber ja, wir sind in Mödingen, da ist das ganz normal. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. So Freunde, da kommt er. Und ja, wir schaufeln jetzt noch ein bisschen was rein. Das Leben kann so schön sein. Oh, wie geil ist das denn? Und nein mit der Scheiße. Ein Bild für Götter. Schön. So Leute, der Basti musste jetzt unbedingt bei sich in den Stall. Der ist nämlich für heute auch noch nicht fertig. Das ist auch so eine arme Sau, wo nur am Wulern ist. Aber er hat gesagt, ich kann hier jetzt die Schaufel noch reinschaufeln mit der Hand. Sprich, Leute, ist das geil. Ist das geil. Das wird jetzt noch reingekippt und naja, wir werden sehen, ob er mir das noch zurückzieht und ja, den restlichen Scheiß auch noch schnell reinschüttet. Geil wäre es auf alle Fälle schon. Und dann habe ich eigentlich bloß noch die Bodenplatte. Jawohl. Jo. Schauen wir mal, ob es noch eine Szene gibt. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Auf alle Fälle wisst ihr jetzt auch, warum das Video so verdammt spät kommt heute. So Leute, Viertel nach 11. Ich bin fix und alle. Aber, naja, durchaus, überaus glücklich, dass der ganze Scheiß jetzt erst einmal weg ist. Weil jetzt kann ich anfangen, die Bodenplatte zusammen zu hämmern und die dann auch noch fertig in den Container reinwuchten. Und dann werden wir wohl den Container am Freitag holen lassen können. Jawohl. Leute, ich habe jetzt noch geschaufelt wie der Weltmeister. Schlechthin, aber hilft ja nichts. Und jetzt waren die Temperaturen ja auch halbwegs angenehm. Gut,
Ja, dass man mir das auch glaubt. Und ich springe jetzt erstmal unter die Dusche oder in die Wanne. Ich werde dann das Video gemütlich bearbeiten. Tja, und wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao.